Herr Generalfeldmarschall, Sie werden beschuldigt, am Attentat auf den Führer beteiligt gewesen zu sein. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Wir sind angekündigt. Der Herr Generalfeldmarschall erwartet uns. Darf ich um die Mäntel der Herren bitten? Wir bleiben nicht lange. Würden Sie uns jetzt bitte zum Generalfeldmarschall bringen? Natürlich. Herr Hitler. General. Herr Generalfeldmarschall. Generalfeldmarschall. Gnädige Frau. Gnädige Frau. Ich hoffe doch, die Herren bleiben zum Mittagessen. Nein, danke. Es ist dienstlich, gnädige Frau. Darf ich Sie bitten, uns mit dem Generalfeldmarschall alleine zu lassen? Ich sag Bescheid, wenn Sie das brauchen. Allerdings halten Sie die Normen, die Akten bereit. Jawohl. Darum geht es doch, nicht wahr? Sie suchen einen Dummen, der die Verantwortung für das Zerbrechen der Front im Westen übernimmt. Generalfeldmarschall, Sie werden beschuldigt, am Attentat auf den Führer beteiligt gewesen zu sein. Was? Er hat ausgesagt, Sie über die Attentatspläne gegen den Führer informiert zu haben. Das glaube ich nicht. Jawohl. Ich habe mich vergessen. Ich werde die Konsequenzen ziehen. Würden Sie uns bitte für einige Minuten alleine lassen? In Anerkennung Ihrer großen Verdienste um das Reich wird Ihr Verrat dem deutschen Volk verschwiegen. Wenn Sie bereit sind. Mit der Pistole fühle ich mich nicht sicher genug. Ich habe Ihnen dafür etwas mitgebracht. Es wirkt in 3 Sekunden. Was wird aus meiner Familie? Er wird hier sippenhaft erspart bleiben. Ein Staatsbegräbnis ist vorbereitet. Und Ihre Frau wird die volle Pension der Witwe eines Generalfeldmarschalls gewährt. Danke. Darf ich mich jetzt von meiner Frau und von meinem Sohn verabschieden? Natürlich. Was ist denn los? In einer Viertelstunde bin ich tot. Komm jetzt mal, Junge. Oh, 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 oh.
länger. Jetzt ist das Ende da. Na, Feldmarschall. Ich bin unschuldig. Ich bin nicht beteiligt am Attentat. Ich habe mein ganzes Leben dem Vaterland gedient. Und das Beste getan. Grüßen Sie die Kameraden. Besonders meine lieben Afrikaner. Manfred, auch den Speidel werden Sie nicht verschonen. Kümmere dich auch um die Frau Speidel. Mach's gut, mein Junge. In einem Staatsakt nimmt das deutsche Volk Abschied von einem seiner tapfersten Generale. Mit ihm, so sagte der Führer in einem Tagesbefehl, ist einer unserer besten Heerführer dahingegangen. Sein Name ist im gegenwärtigen Schicksalskampf des deutschen Volkes der Begriff für hervorragende Tapferkeit und unerschrockenes Draufgängertum geworden. Die Bevölkerung einer süddeutschen Stadt umsäumt den letzten Weg des großen Soldaten.